In diesem Spiel ist heute wirklich alles drin. Ein Duell der Extraklasse. Also, bleiben Sie unbedingt dran. Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Ich bin Wolf Fuß und ich darf Sie gemeinsam mit dem geschätzten Kollegen Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und es geht heute um ein Spiel am zweiten Spieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Arsenal gegen Bayern München. Spiel Nummer 2 also in diesem Vorbereitungsturnier. Die Frage ist ja immer, wie geht man so ein Turnier an? Nimmt man das wirklich ernst? Geht ja immerhin um einen Titel, darf man nicht vergessen. Sie sind ein sehr ehrgeiziges, ein sehr ambitioniertes Team. Und da gleich mal mit einem Titel in die neue Saison einzusteigen, das wäre doch was. Gute Chance. Er hält den Ball fest nach diesem Freistoß. De Ligt. Musiala ist das. Sané. Konrad Leimer. Da verlieren sie den Ball. Gabriel. Da haben wir Jorginho. Bukayo Saka könnte in dieser Partie eine ganz wichtige Rolle spielen. Bei dem beeindruckt mich immer wieder das Unglaubliche. Ah, aber jetzt erstmal Augen auf. Oh, ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt schon wieder hier. Der Trainer ist sauer, da muss mehr kommen. Sané. Sehr gut aufgepasst. Jetzt nochmal die Bayern. Schöner Pass. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Ja, und ich habe die Vorlage gemacht. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ödegaard. Tomiyasu. Ja, das gibt Einwurf. Gabriel. Rice. Ballverlust Arsenal. Jamal Musiala ist das. Ja, gefährlich. Starke Aktion. Der Ball ist drin. Erstes Tor beim neuen Club Wolf. Jetzt kann er loslegen. Sie hoffen hier natürlich alle, dass das nur der Anfang ist. Dass er mit dem Tore schießen gar nicht mehr aufhört. Ja, wir sehen es in der Wiederholung. Da ist ein teurer Ballverlust. So kommt die Chance überhaupt erst zustande und so fällt dann auch das Tor. Trainer wird sauer sein. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Jorginho. Pedro Gonçalves. Nico Williams. Jetzt können sie kontern. Aber jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Ja, weil ich zu nah an dem anderen dran stand direkt, als der Pass angekommen ist. Julian Timber. Arsenal jetzt mit dem Vorteil. Gabriel Jesus. Ball kommt wieder zu Gabriel Jesus. Martin Ødegaard. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Puh.
Koke. Gut durchgesetzt, gefährlich. Sie gehen hier den Sieg entgegen. Nächstes Tor, Führung damit auf 3 Tore erhöht. Und das Gute ist, 2 Tore gemacht. Wir schauen nochmal auf dieses Tor und wir sehen, das ist ein exzellenter Alleingang. Setzt sich durch, zieht zum Tor und der Abschluss ist auch richtig gut. Die Bayern erhöhen ihren Vorsprung auf 3. Klasse Spiel. Muss noch nicht das Ende sein. Weiter geht's. Declan Rice. Das ist Tierney. Jorginho. Pedro Gonçalves. Sie müssen den Ball erstmal hergeben. Jetzt haben sie durchaus Platz für den Konter. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Ich war wieder zu langsam. Aber wenn halt erstmal auch so 3 um einen rum sind, ist halt super Kacke. Tolle Technik. Chance für Ødegaard. Und Tor! Ja, aber 3-1 ist okay. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann kommt dieser Hammer, da gibt es nichts zu halten. Drin ist er. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Koke am Ball. Musiala. Nico Williams. War natürlich kein guter Pass. Ja, wäre auch Abseits gewesen. Declan Rice. Gabriel Jesus. Sie bringen den hohen Ball. Er sucht die Anspielstation. Gute Aktion. Ball jetzt bei Gabriel Jesus. 1 Wurf Arsenal. Uff. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Sie versuchen viel, um hier wieder ins Spiel reinzukommen. Aber diese Chance können sie nicht nutzen. Und man spürt, da geht vielleicht noch was. Musiala. Das ist Guerrero. Moon. Leroy Sané. Musiala mit dem Ball. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Das ist Jorginho. Ballgewinn. Gefährliche Position. Ah! Leute! Latte. Aber abseits. Ja, war knapp. So was kann auch schnell schief gehen, ey. Der Ballverlust jetzt. Jetzt könnte was entstehen. Immer noch die Chance. Ball nach hinten gespielt. Könnte in Konter gehen. Jurrien Timber. Ballverlust Arsenal. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich.
Oh. Ja. Das war mehr als ein Meter daneben. Erstmal hier der Ballverlust. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gut verteidigt. Oh. Pedro Gonçalves. Vorne der Ballgewinn. Leute. Starkes Tackling hier. Leute. Nur gucke. Moon. Die Bayern mit dem Ballverlust. Gabriel Jesus. So, sie kommen, sie greifen an und jetzt schauen sie. Wo sind die Anspielstationen? Wo ist die Lücke? Ballgewinn war fast abzusehen, weil sie hier sehr hoch stehen, weil sie ganz früh stören. Flanke soll zu Gabriel Jesus. Neuer Held war noch im Spiel. Sie haben geklärt. Rice. Am Ball Jorginho. Gut abgeblockt. Platz zum Konter. Sané, immer noch diese Szene. Schießt er ihn rein. Noch ein Tor. Wieder schlagen sie zu. Drei Tore Führung also. Und viel dürfte ja, gut. Nicht mehr anbrennen. Unhaltbares Ding, Buschi. Der war perfekt platziert. Hundertprozentig richtig, Wolf. Ein Traumtor. Ja, das war ein schönes Tor. Das muss man sagen, ja. Das war nicht schlecht. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Declan Rice. Schönes Dribbling hier. Saka. Schön reingespielt. Toll geblockt. Dayot Upamecano. Musiala ist das. Das wäre die Chance für den Konter. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Leute. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Klasse Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Pedro Gonçalves. Die spielen manchmal die Pässe zu spät. Ich wollte, dass er den eigentlich viel früher spielt, bin ich ehrlich. Hat er aber nicht. Bei Jorginho. Julian Timber. Ødegaard ist das. Gabriel. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Gabriel Jesus. Kein guter Ball, gibt Abstoß. Ja, ich weiß, es ist auf meine Position zurück, aber so ist doch besser, wenn sie dann kein Tor schießen. Musiala. Moon. Da haben die Bayern Platz. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. So, das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Ja, ich wollte gerade sagen, das sollte es doch gewesen sein, oder? Das, obwohl wir auf Weltklasse spielen sogar. Lässt sich dann nicht beirren, bleibt am Ball und dann ist es auch ein starker Abschluss. Aber man merkt, dass es schwerer ist, also... Große Freude auch am Spielfeldrand, er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Pause, wir hören es, das war's für den ersten Spielabschnitt. Wir freuen uns, wenn es in wenigen Minuten wieder weitergeht. Ich schätze, das sollten wir halten können. Die Pause ist vorbei. Mal schauen, was sich Arsenal ausgedacht hat, wie sie diesen klaren Rückstand noch aufholen wollen.
Sie gehen dazwischen. Sané. Nun, gut, wie er den Ball abblockt. Strafstoß und gute Gelegenheit jetzt für die Münchner. Bestimmt wieder Hand, ne? Oh Gott, warum ich eher? Der Strafstoß ist drin. Um ein Haar gehalten, dieser Elfer, aber ja, auch wenn es Zentimeter nur sind, aber der Ball ist dann doch nicht hinterher. Sechs eins, das ist schon eine richtige Abreibung. Pedro Gonçalves. Er scheint nicht abspielen zu wollen, läuft weiter mit dem Ball. So fangen sie den Angriff früher ab, sehr gut. Musiala. Um ihn hat es zuletzt Diskussion gegeben. Geht er, bleibt er. Jetzt kriegen wir das Ergebnis. Er geht. Der Wechsel steht fest. Riesentalent, das ist keine Frage. Der wird's an die. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Jetzt die Chance. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Die Bayern bekommen den Freistoß. Declan Rice. Nicht im Aus. Gut gemacht. Das könnte gefährlich werden. Saka mit dem Ballverlust. Da wäre Platz für einen Konter. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Ja, weil ich den Ball nicht gut am Fuß führen konnte, mal wieder. Immer noch mit dem Ball. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Da passt er auf und kann klären. Macht er ihn. Der Abschluss nicht platziert genug, das ist da kein Problem. Ach ja. Schöne Aktion. Saka. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Wechsel bei Arsenal. Ecke für Arsenal. Die Situation wird erstmal geklärt. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Sané. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Den wird er ab. Knapp über die Latte. Jetzt kommt hier der Wechsel. Ecke kommt von Koke. Das war kein guter Kopfball, aber das war auch klasse gemacht von der Abwehr. Kopfbälle habe ich irgendwie mal das Problem, dass ich die zu doll mache. Also ich mache intuitiv zu lang auf Schießen, in Anführungsstrichen, ja.
Leroy Sané. Der ist der Schuss. Ramsdale ist da. Gonçalves. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Ball bei Jamal Musiala. Geht er rein? So, wieder ein Tor. Langsam wird es voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Naja, war ja auch wieder ich als Tor, ne? Unwiderstehlich drischt er den Ball hier ins Tor. Aber leider nicht außerhalb des Strafraums, ey. Also dafür brauchst du schon eine ordentliche Schusstechnik. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Gabriel. Da ist Tierney. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Jetzt kommt der Wechsel. Leimer. Nun. Alleine durch. Er hält ihn. Unglaublich. Das war eine tolle Chance. Und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Gucke mit der Ecke. Schön den Ball abgeblockt. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Den Ball holt er. Gut verteidigt. Muss man so sagen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ja, ich würde mich gerne aber auswechseln lassen. Weil 10-0 ist ganz Arsenal gut, kommt auf außen. Ödegaard. Da gehen sie dazwischen. Wichtig. Alex Balde. Nico Williams. Gute Aktion jetzt. Tierney. Tomiyasu. Jetzt die Flanke für Gabriel Jesus. Kann ich den Rest fast auch spielen. Da können sie klären. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Gebt die Verwarnung gegen Arsenal. Richtig entschieden, das war zu viel Einsatz. Simulieren wir mal. 1-7. Ist auch aufgehört. So, okay, das ist schon mal ganz gut gewesen, ja. Und wir haben wieder 3 Erfahrungspunkte bekommen. Tolles Spiel heute. Man hat gesehen, dass du es, dass es dir auf dem Rasen auch Spaß macht. Konzentrier dich auf die positiven Dinge, die gerade passieren. Ich freue mich wirklich für dich. Du hast es verdient, in der Startelf zu bleiben. Mach einfach genau weiter. Bla bla bla. Und das zählt noch nicht? Und wann zählt denn das? Ist okay.
Ach, weil das die Testspiele sind, deswegen ist das nicht so wichtig gerade. Hallo, Maus mal wieder im Weg hier. Ich finde, das können wir ruhig machen. Und zwar alles. Einmal Persönlichkeit gucken, wie sich die Prozente verschoben haben und ich sehe, das ist immer noch gut. Wir kommen langsam an Stufe 5 dran, das ist auch gut.